günstige Tierarzt. Super! Yukumon! Aber warum nur eins? Was ist mit ihmchen? Willst du nicht digitieren? Ah ja, jedenfalls. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Ich habe jetzt einfach mal so lange gemacht, bis sich hier mal einer digitiert. Okay, Yukumon, habe ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Kann es sein, dass die Bindung irgendwie gesunken ist? Beruhigt es schon, oder? Ist das vielleicht ein kleiner Fehler, dass das Yukumon so weit hochversetzt ist? Das ist Dunkelheit. Daten. Ah ja. Dunkler Geist, Feuerball. Hat das noch. Ja, genau. Sparsam umgehen. Das kann ich jetzt auch wieder alles erraten. Sehr schön. Und bei ihm hier. Ach genau, weil wir haben rausgefunden, TV heißt wirklich Trainingsfehler. Was ja auch super ist. Ich glaube, er erfüllt einfach noch nichts von all dem so richtig. Achso, ich dachte jetzt schon. So, ich will ihm. Genau, ich möchte ihm gerne was geben. Und zwar die Pilze, dass er weniger wiegt. Ich hoffe, dass Miramon halt die Voraussetzung hat, dass man etwas leichter ist. So, unter 20 Gewicht. Das sollte ich ja damit jetzt erreicht haben. Es hat schon diese Lache drauf, ey. Ach ja, jetzt ist es natürlich auch. Hat es mehr Hunger. Die Tiere haben sehr mehr Hunger. Okay, Trainingsversehen. Trainingsversehen heißt es ab sofort. Nennen wir das ab sofort. Also ich möchte nur noch einmal. Einfach. Weil ich hoffe, dass er vielleicht gleich digitiert. Nach dem einmal trainieren hier. Es ist erschöpft. Okay, er macht es nicht, dann ruhig mal aus und dann gehe ich einfach mal ins nächste Gebiet. Ich habe jetzt ja immerhin einen Champion Digimon. Ah, auf Wiedersehen, Ayu. War schön, dich hier zu haben. Ja, bei der Toilette. Super. Jetzt wird's aber mit Yukumons Schweif doch etwas eng da drinne. So, dann. Ja, gehen wir einfach. Ja, Numemon, das steht hier einfach nur an der Seite und hat mir letztens eine Toilette gegeben. Gibst du mir wieder eine? Ja, da findet anscheinend immer mobile Klos. Das finde ich ja sehr praktisch. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass, wie gesagt, ich mit Maru da diesen Waldweg zumindest lang gehen kann. Und wenn nicht, Zero ist halt ja auch hohe Werte jetzt. Es ist jetzt nicht so, dass er nichts hat. Oh gut, es hätte schlimmer kommen können. Nicht Stingmon bekommen, aber da stand ja auch was mit Kidigimon. Das heißt, ich weiß nicht, ob das. Es ist eine Bedingung. Ich glaube nicht, dass man sie erfüllen muss. Schlafenszeit. Okay. Dann schlafen wir halt, bevor wir da hingehen. Dass man das unbedingt haben muss, aber naja. Jetzt haben wir natürlich nichts zu essen da. Also kein Fleisch. Ich meine damit Neues. Ey, das ist dein Lieblingsessen. Hier wird nicht gemeckert. Ach, Petramon ist mir egal. Ich kenne Miramon.
Ja, bei der Sanden. Oh, ein kleiner Moment, mein Fernseher will sich ausschalten. Das ist immer kacke, weil ich ja ewig lange nichts da direkt an dem Ding mache, dann will er sich immer ausschalten. So, du willst noch was. Ich hoffe mal, dass der Liegesprössling reicht. Ist immer noch nicht ganz gesättigt, oder? Doch. Gut, dann ab ins nächste Gebiet. Ich frage mich, bleibt er jetzt einfach für immer einfach auf dem Rookie-Level? Das wäre ja auch irgendwie blöd. Das wäre der Kratzgras. Ja, das wäre der Kratzgras. Ich einfach an dir vorbei. Ja, du willst schon gar nicht mehr gegen mich kämpfen. Finde ich gut. Einfach an den vorbeilaufen. So werden die Wegis mir immer noch mit Rot angezeigt. Immer noch. Das ist scheiße. Voll vernichtet. Ich diese Lache, wir sind halt komisch. Habt ihr fein gemacht. Richtig vernichtet, die arme Pflanze. Ja, bester Freund. Das Info von Veregarurumon. Garurumon, Bödromon, du hast dich jetzt einfach zu... Du, Mon, halt. Ach, das ist halt dieses dunkle Taumon. Okay. Nee. Zwei auf einmal will ich jetzt nicht. Eins wäre schlimm genug, aber nicht zwei auf einmal. Da ist jemand. Ach, Wormon. Es hat keinen Sinn, mir fällt nichts ein. Ich bin vielleicht schwach, aber ich will anderen helfen. Leider ist mein einziges Talent, die Schnur herzustellen. Sie ist zuverlässig und stabil, aber wofür kann ich sie verwenden? Vielleicht für eine Angel? Stricken, Rettungsleine. Verwende sie doch als Angelschnur. Als Angelschnur? Was für eine tolle Idee. Selbst ich könnte sowas herstellen. Warte mal, ich habe gar keine Angelroute. Hier, hilfst du mir, einen Stock oder so zu finden? Na klar doch. Oh, wirklich? Vielen Dank. Gut, wenn du was findest, das als gut eignet, dann bring es mir bitte. Ich zähle auf dich. Ja. Digimail, genau. Unterordner, ein Stock. Kannst du den Stock aus dem Arsch ziehen? Mann. Wenn du nur eins... Ach komm, ich riskier's einfach mal. Ich hab die auch früher geschafft. Nee. Heil das. Das fällt eigentlich nur auf ihn, aber ist egal. Oh, super, er ist schon hinüber. Okay. Das war jetzt wirklich nicht, Oh, nee. Aber ich hab Silberstufe aufgestiegen. Ja, nee, ist klar. Ja, ihr seid jetzt beide... Ah, fuck, ey. Alter, die sind ja total heftig, die Viecher.
Hier, Pflaster für euch beide. Das heißt, wir haben nur Maru gegeben. Auch ein Doktor, ey. Ach man, ihr beiden, das tut mir jetzt aber leid. Ah, verdammte Hacke. Ja, diese Wein, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Ich weiß, dass ich es verkackt habe. So, hier. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich auch wieder Items verloren, so wie früher? Oh, Gott sei Dank nicht. Das wäre richtig scheiße gewesen. Items verlieren noch. Ja, okay, das zeigt mir definitiv, dass ich da noch nicht lang gehen kann. Alter. Das ist ja jetzt schon ein bisschen hardcore, wie ich finde. Und gut, ich muss für Wurm und Stock finden. Den werde ich bestimmt auch erst im Wald finden. Geht aber noch, wie ich Biomon will ja das mit dem Fliegen beibringt. Gott, du kommst ja echt kaum voran gerade. Das ist ja doof. Wie viel wiegst du jetzt eigentlich? 0,19, genau. Das wollte ich gern so haben. Ich würde es gerade echt überlegen. Das ist ja echt nur Biomon und Wormon da draußen. Ich kann auch mal in die E-Mail gucken. Ja, Lumon. Ja, finde eine goldene Eichel, du mich auch. Warte, ich frage mal Botermann, vielleicht hat er irgendwas Neues für mich. So. Insektennudel, das haben wir ja schon. In der nahen Ebene ist ein Digimon aufgetaucht, das Lust auf einen Kampf hat. Na, verlaufen. Alles klar, auf der nahen Ebene sind neue Digimon aufgetaucht. Das ist jetzt gut zu wissen. Ach du, morgens, ey. Ich habe jetzt auch noch nichts zum Komplettheilen. Nein, erzähl mal, wie viel Geld habe ich denn? 1200 Bit. Okay, ich habe eigentlich auch viele Items. Da muss ich es ja halt so heilen. So. Items. Geht zwar jetzt ein bisschen. Alter! Maru! Du brauchst ja gar nicht hier zu machen, Mädel. Mega Kabuchirimon. Okay. Oh, willst du irgendwie angeschlagen in den Kampf gehen? Das kannst du von mir aus auch machen, junge Dame, wenn dir das lieber ist, als geheilt davon zu gehen. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir diese, die kämpfen wollen oder die sich verlaufen haben, ob wir die finden. Ich bin jetzt gerade straight in diese Waldebene gegangen. Kann ich das vielleicht jetzt schon auf der Karte sehen? Na, Ebene. Ach nee, es ist jetzt ja allgemein. Warte. Es hätte nur gesagt, nahe Ebene. Was, ich bin hier gerade in der Unterzone, weite Hochebene. Bäh. Hauptaufgabe zum Waldweg. Echt jetzt? Dann gehe ich da noch mal eben lang. Was ist der hier? Also ich merke schon, die Main Story scheint da wohl echt weiter zu gehen.
meine das jetzt hier den. Ja. Ist er da im Wasser? Jetzt sieht er die ganze Zeit irgendwas Gelbes. Ja, ihr habt jetzt da Wasser entdeckt. Ah, da ist ein. Da ist was. Da wächst was. Da tut sich was. Eine Kopfnuss? Eine Kopfnuss oder was? Oder war das jetzt keine goldene Nuss, die ich finden sollte, sondern halt. Warte mal. Tagesaufgabe. Eine goldene Eichel. Ah, das ist der Verkaufsautomat. Ach, fick dich doch. Na gut, dann werde ich wohl doch eher wieder nach Fall City zurückgehen und wieder trainieren. Das bringt ja mir nichts, wenn die beiden hier so verfahren. Vor allem wegen so zwei. Wegen einem blöden Wiggy immer so kaputt gemacht werden. Das ist totaler Mist. Kommt ja kaum mehr voran. Aber ich habe schon gelesen, dass das Spiel anscheinend ein bisschen schwerer ist als das alte. Naja. Dann würde ich mal sagen, YouTube, dass wir dann lieber weitermachen, wenn meine Digimon stark genug sind. Ich bedanke mich fürs Zusehen und